Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen einen gesegneten ersten Fastensonntag. Ich möchte Ihnen heute ein paar Gedanken von meiner Predigt mitgeben, die ich am Aschermittwoch für unsere Firmkandidaten gehalten habe. Da habe ich Ihnen erzählt, dass ich ja gerade im Heiligen Land war und dass dort für uns Mitteleuropäer sehr oft die Straßenschilder schwer zu lesen sind, weil sie arabisch oder hebräisch geschrieben sind. Und ich glaube, dass es in unserem Leben manchmal ebenso geht. Wir haben Schilder, die uns den Weg zeigen, die wir aber nicht leicht verstehen. Wo wir erst nachdenken müssen, was denn für unser Leben an Richtungen wichtig ist. Und da habe ich dann den Firmkandidaten gesagt, dass uns gerade die Fastenzeit Mut macht, drei Richtungen in unserem Leben wahrzunehmen und zu erfüllen. Es gibt den Weg zu Gott. Es gibt den Weg zum Nächsten und es gibt den Weg zu mir selbst. Diese drei Wegschilder, diese Wegweiser helfen mir, dass mein Leben gelingen kann. Unterwegs zu Gott zu sein, das heißt, sich Zeit zu nehmen für Gott, für das Gebet, für die Stille vor ihm, damit wir hören, was er uns sagt. Zeit für den Nächsten, ein Weg zum Nächsten, das heißt einfach, zu merken, wo jemand meine Hilfe braucht, die Augen offen zu halten und das Herz zu öffnen für die Not der Menschen um uns und mich ihnen liebevoll zuzuwenden. Und das Dritte ist der Weg zu mir selbst. Ja, wir Christen dürfen und sollen uns selbst lieben, erkennen, welchen Schatz Gott uns gegeben hat und das anstreben, was uns wirklich gut tut. Nicht nur, was uns Spaß macht, sondern was uns von innen her erfüllt. Also auch da wieder Stille suchen, Zeit haben für sich, dankbar sein für das eigene Leben. Vielleicht können Sie diese drei Wegweiser in den vielen Schildern unseres Lebens wieder neu herausholen und in dieser Fastenzeit näher zu Gott, näher zum Nächsten und ganz zu mir selbst zu kommen. Das wünsche ich Ihnen. Und weil heute der Valentinstag ist, darf ich Ihnen allen noch einen Blumengruß aus dem Neukloster schicken. Alles Gute, nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Auf Wiedersehen.